Extraherz, das Studentenmagazin. Unser Thema heute: Interview mit Thomas Hampson. Thomas Hampson, einer der berühmtesten Baritonsänger unserer Zeit, war zu Gast hier in der Musikhochschule Karlsruhe. Er hat sich 3 Tage lang Zeit für einige Gesangsstudenten genommen. Marlina Standke hat ihn zum Interview getroffen. Heute befinden wir uns in der Bibliothek der Hochschule für Musik Karlsruhe und ich darf einen der bedeutendsten Lied-, Opern- und Konzertsänger unserer Zeit begrüßen. Ja, Thomas Hampson, schön, dass Sie hier sind und herzlich willkommen. Danke. Fangen wir mal bei Ihrem Beginn der Karriere an. Ich habe im Zeitmagazin im Interview gelesen, da haben Sie gesagt, dass Sie durch eine Nonne zur Musik gekommen sind. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, ich komme aus Staat Washington im Nordwestamerika. Und dort tatsächlich ist eine Nonne in eine Mädchenschule, die in meiner Zeit dann zur Mädchen- und Bubenschule geworden ist, oder ein paar Jahre davor. Auf jeden Fall, sie hat eine sehr schöne Stimme, hat öfters gesungen und sie wurde von ihrer Kirche unterstützt, die beste Lehrerin zu werden, wie sie konnten. Und sie ist überall in der Welt gegangen, hat mit Charles Panzerar studiert und mit Maria Krenko in Philadelphia studiert und vor allem Lottie Lehmann in Südkalifornien, in Santa Barbara. Und da, sie hat mich als Junge in einen Wettbewerb gehört und hat mich angesprochen und gefragt, was ich in meiner Schulzeit dann machen würde, meine Universitätszeit. Ich habe gesagt, ich möchte politische Wissenschaft studieren, eventuell ein Rechtsanwalt werden. Ich sagte, ja, das ist eine gute Idee, aber ich spüre schon was künstlerisch, sogar empfindlich in deiner Seele. Und wenn du darüber sprechen möchtest, dann rufe ich mal an. Ja? Natürlich habe ich sie angerufen und 7 Jahre mit ihr studiert. Und sie hat mir einfach eine Grundbasis. Sie ist diejenige, der mir zu einer eigentlich erweiterte Kenntnis für was Gesang heißt und was klassisch Gesang überhaupt ist und Schubert und Schumann und Fauré und Duparc und so weiter und so fort. Das war schon sehr aufregend in der Zeit. Aber wie kann man sich diese Frau vorstellen? War das dann sehr streng oder wenn sie auf sie zukommt? Sie war die unnonnste Nonne, das ich glaube Spokane, Washington jemals gesehen hat. Sie war die Musikdirektor von der Methodist-Kirche am Sonntag. Sie war die allererste, wenn die den Kleider, den Habit, sagen wir auf Englisch, nicht mehr tragen müsste, sofort in normalen Gewand. Sie war sehr emanzipiert, aber unfassbar schöngläubig, nicht? Sie war schon eine sehr, sehr aufregende, eigenartige Person. Eine tolle Sängerin auch, wunderschöne Stimme, wunderschöne Stimme. Also ein großes Vorbild wahrscheinlich. Ja, schon. Schon in jeder Hinsicht. Mhm. Es war schon ein bisschen eigenartig für mich, weil ich kam ganz von der anderen Seite, das evangelische auf der Erziehung und das war schon einmal exotisch, nicht? Aber es war sehr erläuternd und sehr, sehr lieb. Ich bin ewig dankbar. Es hat mein Leben geändert. Wenn Sie auf Ihre Kindheit zurückblicken, war es wahrscheinlich dann nicht von ganz klein an der Traum, großer Sänger zu werden? Ach, überhaupt nicht. Nein, ich wollte eigentlich Golfer werden. Aber mein Vater hat mich überzeugt, dass ich einen anständigen Beruf mal ausüben soll. Und Rechtsanwalt war schon interessant. Vor allem war Geschichte und internationale Diplomatie interessant. Und das habe ich dann studiert und dachte, vielleicht. Und dann war es mir klar, dass mit Kunst muss was sein und Musik. Dann habe ich den Schwerpunkt, mein Studium von Rechtsanwalt oder Justiz auf Organisation, Public Administration gewandelt und so weiter. Aber nein, als ich jung war, ach, ich weiß nicht, ich habe so viel Interessen gehabt, ich kann nicht sagen, welche jemals Schwerpunkt gehabt haben. Ich war immer so fantasievoll, über alles, ne? Wollte ich immer tun. Aber wahrscheinlich sind Sie jetzt sehr zufrieden mit Ihrem jetzigen Beruf. Wie war es denn für Sie das erste Mal, als Sie dann so nach Deutschland auch gekommen sind? Weil Sie sind da ja oder im deutschsprachigen Raum jetzt sehr beheimatet. Ja. War das ein großer Schock oder was war so das krasseste Kulturerlebnis, Musikerlebnis, was Sie... Es war schon ganz anders. Ich kam für ein Vorsingentournee und auch ein Wettbewerb in Holland. Aber mein Stimmlehrer nach die Nonne ist ein ehemaliger, sehr berühmter Bariton, deutsche Fach, Horst Günther gewesen. Und er wohnte in Freiburg.
Und ich war unter seiner Aufsicht und ich kam eben nach Deutschland und habe zuerst mit ihm studiert und sogar bei ihm gewohnt und dann mit einer Kollegin zu diesem Wettbewerb. Und dann habe ich versucht, einen Job. Ich wollte überhaupt nach Deutschland kommen, ein bisschen arbeiten als junger Sänger. Und der allererste Besuch war schon sehr aufregend. Ich habe einen Zugpass gehabt aus Amerika und bin überall in Deutschland quer durch die Gemüsegarten gefahren. Vor allem, weil es billiger war, im Zug zu essen und schlafen, als ein Hotel zu zahlen. Und das war schon irgendwie angenehm. So einfach übers Nacht von München nach Hamburg war mir nicht so unrecht, sozusagen. Aber es war sehr aufregend, aber natürlich anders. Ich habe nicht sehr viel Deutsch sprechen können. Ich war sehr abhängig von Leuten, die auch Englisch sprechen konnten. Als ich dann den Job in Düsseldorf bekommen habe und mit meiner damaligen Familie bin ich übersiedelt nach Deutschland, habe ich sofort dann Deutsch studiert und habe nur im Theaterbetrieb sozusagen Deutsch versucht zumindest zu sprechen. Ein paar lustige Erfahrungen sind in Karlsruhe gewesen, als ich für eine Probenschale gefragt habe, weil ich eigentlich meine Probenpauschale gezahlt werden muss. Und die haben mich ein bisschen an der Leine gezogen. Es war ein bisschen nur zum Kostüm, zum Garderobe gesagt, ja, der Herr braucht eine Probenschale. Es war schon witzig, wenn man denkt, es war mir furchtbar peinlich, aber so ist es halt. Und wie halten Sie persönlich Ihre Balance? Also wie halten Sie diesem ganzen Druck und ja auch diesem Reisestress, dem Sie unterlegen sind? Du kommst nicht herum. Reisestress ist Reisestress. Wie du das belasten lässt, ist vielleicht eine Frage. Und natürlich eine gewisse Disziplin. Auf einer Seite kann ich sagen, nach so vielen Jahren habe ich meine Gewohnheiten. Auf der anderen Seite sagen wir, nach so vielen Jahren, es reicht mir allmählich. Reisen ist nicht einfacher geworden, ganz im Gegenteil. Immer woanders zu sein und auf das Jetzige sofort zu konzentrieren, ist eine gewisse Übungssache, ist eine gewisse Gewohnheit. Und das ist unser Leben als Künstler, als reisende Künstler. Es hat auch einen Reiz davon, es gibt auch eine Energie, so belastet zu sein. Und man muss einfach das in Kauf nehmen, aber es ist nicht um herumzukommen, das ist es halt. Aber wenn Sie selber jetzt schon sagen, manchmal reicht es Ihnen, wann glauben Sie, ist der Zeitpunkt aufzuhören? Ich habe so viel Verschiedenes, das mich interessiert, dass ich lenke mich immer wieder in eine andere Richtung ab. Nicht? Ich kann eigentlich ein Leben ohne Musik nicht vorstellen, in welchem Zusammenhang. Ob ich unbedingt 100 Vorstellungen pro Jahr noch haben muss nach 10 Jahren, weiß ich nicht. Im Moment gibt es mir noch viel Spaß und ich bin ziemlich schwer dran. Und ich nehme gern diese Verantwortung. Meine Stimme ist noch da, ich habe überhaupt keine Bedenken über Aufhören. Was ich meine, mir das reicht, vielleicht musst du dann deinen Kalender ein bisschen kontrollieren. Sagte, okay, dann eben nicht so viel in der Richtung. Dann doch diese 2 Wochen einfacher mal zu Hause zu sein, ist mir wichtiger, egal welches Angebot kommt. Das ist auch leichter gesagt als getan, aber halt so. Ich habe aus einer persönlichen Disziplin sehr viel gewonnen über die Jahre in eine private Pflege meines Yoga-Disziplins. Die physische Seite, mein Dasein ist mir sehr wichtig. Ich turniere, trainiere eigentlich jeden Tag. Ich dehne jeden Tag. Mein Tag fängt ob ein langer oder kleiner Yoga-Moment an. Und dann öfters als nicht in den Kraftstudio, sehr viel Kardiovaskular. Wenn es schönes Wetter ist, gehe ich gern laufen. Nicht sehr viel Jogging, eher gehen. Ich wandere sehr gern. Das ist, was meine Frau und ich sehr gern tun. Ich bin im Winter oder wo noch immer in der Welt und welche Jahreszeit noch immer sind wir entweder in der Kälte und wirklich sehr kalt oder in der frischen Luft und was auch immer. Gehen und wandern, Natur, grün, riechen, Vogel mitquietschen. Das ist alles mir sehr, sehr wichtig und ich bringe mir schon sehr viel. Sabrina, eine Blume für dich.